Moment, Moment, Moment. Lass uns das kurz durchrechnen, okay? Der Mensch arbeitet heute durchschnittlich so ab dem 20. Lebensjahr. Einverstanden? Das ist vielleicht nicht statistisch korrekt, es ist aber wurscht. Und dann arbeitest du bis heutiges Rentenalter 65. Macht also mal 45 Jahre arbeiten. In der Woche arbeitest du durchschnittlich 40 Stunden. Aber für die Arbeit gehen nebst effektiver Arbeitszeit auch noch das Aufstehen, Fertigmachen, Weg- und Mittagszeit drauf. Einverstanden? Sind also locker pro Tag nochmals 4 Stunden. Dann kommen noch Besorgungen hinzu, die auch nicht unbedingt zur Freizeit gehören. Pro Woche sagen wir auch nochmal 4 Stunden. Dann sind wir bei 64 Stunden pro Woche, die du nicht wirklich frei zur Verfügung hast. 49 Stunden pennen wir vielleicht in der Woche. Also bleiben unterm Strich noch genau 55 Stunden weniger als ein Drittel in der Woche, die wir frei zur Verfügung haben. Und da sind die Wochenendtage mit einberechnet. Wir verwenden also in der Woche mehr Stunden für die Arbeit als für die Freizeit. 64 Stunden für die Arbeit, ca. 55 Stunden für Freizeit, wovon die Hälfte am Abend ist und wir uns wahrscheinlich auch nur vor die Glotze klemmen. Macht also für das ganze Arbeitsleben 132.480 Stunden Arbeit bis 65 und 159.210 Stunden Freizeit inklusive Ferien, die du nicht verpenst oder für sonst was draufgehen. Okay, das klingt nun vielleicht alles sehr ernüchternd. Der Punkt ist aber der. Mann, scheiße, so viel Zeit sollte man doch für etwas investieren, das einem Spaß macht oder einen zumindest auf einer anderen Ebene noch weiterbringt als nur finanziell. Oder spinn ich? Denn spätestens seit Steve Jobs wissen wir doch nun alle, dass Geld und Materielles einfach weniger als einen Scheiß glücklich macht. Ich sage es gerne nochmals. Erstes menschliches Bedürfnis, Symbiose, sich verbunden fühlen. Zweites menschliches Bedürfnis, Autonomie, seinen eigenen Weg kennen und gehen. Die Psychologie und jegliche anderen Bereiche, die sich mit menschlichen Bedürfnissen beschäftigen, kann man praktisch auf diese zwei Grundbedürfnisse runterbrechen, wenn wir jetzt mal Nahrung und Schutz außen vor lassen. Und diese Bedürfnisse sind halt leider schwer zu befriedigen in einem Job, der dann praktisch nichts als Geld einbringt. Einverstanden? Vor allem, wenn man nicht die Talente und Fähigkeiten nutzen kann, die einen so oder so erfüllen, weil sie zum Seelenweg gehören. Fazit. Frag dich, ob es dieser Job wirklich ist, wenn du dich fragst, wann sind diese 132.480 Stunden endlich vorbei, damit du endlich 65 bist und nichts als Geld hast. Hart formuliert vielleicht. Aber wir haben immer die Wahl. Jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde. Whatever you do, the creator is you.